ich bin Sebastian Behrens, bin zweifacher Frühchenpapa von zwei Jungs, die sind jetzt 6 und 3 Jahre alt und bin auch stellvertretender Vorsitzender vom Bundesverband Das Frühgeborene Kind und freue mich heute hier zu sein, um ein paar Tipps und Tricks auch weitergeben zu können. Mein Name ist Michael Marquardt, ich bin Vater von extrem frühgeborenen Zwillingen und meine Kinder sind inzwischen 3 Jahre alt. Ja, wir waren insgesamt doch 14 Tage in der Klinik, hatten einige Herausforderungen und das Entlassungsmanagement war relativ spontan, weil sich unser Sohn doch recht schnell gut gemacht hat. Kamen die Ärzte morgens rein und sagte: Mensch, draußen sind 40 Grad, das war ein super heißer Sommer damals 2015 und ehrlich gesagt, ihr könnt heute nach Hause gehen. Denn draußen kann er gar nicht auskühlen. Es ist so warm draußen, der braucht sein Wärmebettchen gar nicht mehr. Das heißt, für die Entlassung war relativ wenig, was wir mitbekommen haben. Und umso größer waren dann die Gewichte auf meinen Schultern, die Herausforderungen, die ich dann als Vater auch zu leisten hatte. Bei uns war das Entlassungsmanagement ein bisschen weiter gestreckt, da es erst begonnen hat, nachdem klar war, dass unsere Kinder das Ganze überleben werden. Das war ungefähr nach einem Monat des Krankenhausaufenthalts. Und wir mussten von Anfang an ziemlich viel selbst machen. Darauf haben die Schwestern auch großen Wert gelegt. Also unser Selbstvertrauen und unsere Selbstkompetenz wurde auch gestärkt. Zudem gab es Gespräche mit der Elternberatung über mögliche Unterstützungsleistungen und wie wir zu Hause unterstützt werden können und wie wir uns das vorstellen. Und insofern hatten wir nach 3 Monaten Klinikaufenthalt eigentlich sehr viele Werkzeuge an der Hand und konnten mit unseren Kindern gut umgehen. Ja, ich glaube, was das Wichtigste ist, ist die Kommunikation, dass man sich wirklich nicht zurückzieht in dieser Situation, sondern aktiv. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber man muss wirklich darauf achten, sowohl auf der Neo selber, also im Krankenhaus, aktiv die Kommunikation zu suchen, wenn einem etwas unklar ist. Sprecht mit den Ärzten vor Ort, sprecht mit den Pflegern, sprecht mit den Krankenschwestern. Nehmt auch Kontakt zu Gleichgesinnten auf. Es gibt auch vom Bundesverband selber Social Media Gruppen, auch über Facebook und Instagram. Wir haben selber auch ein Expertentelefon, die man kontaktieren kann vom Bundesverband Das Frühgeborene Kind. Also versucht frühzeitig eure Fragen zu platzieren und nicht im Ungewissen zu bleiben. Denn so häufiger wird dann die Herausforderung auch nach der Entlassung. Ja, das Gespräch mit den Krankenschwestern sollte man auf jeden Fall suchen und man sollte sich auch wirklich auch anleiten lassen, helfen lassen und dann aber auch schon frühzeitig das Vertrauen gewinnen, selbst mit den Kindern umzugehen und die Aufgaben selbst zu erledigen. Das erleichtert das zu Hause auf jeden Fall am besten. Ja, da die Entlassungsphase relativ knapp ja bei uns war, auch ziemlich überraschend. Morgens kam die Chefärztin dort rein und hat gesagt, wir dürfen jetzt nach Hause. Waren die Herausforderungen relativ groß. Zur Entlassung, das war sicherlich nur gut gemeint von dem Arzt, gab er mir noch mit, Herr Behrens, passen Sie gut auf Ihre Familie auf. Das hat bei mir aber eigentlich die Gewichte auf den Schultern nur noch größer werden lassen, weil ich mir selber natürlich Druck gemacht habe. Ja. Und anders als in der Klinik hast du ja zu Hause dann entsprechend kein fachliches Personal und keinen Monitor entsprechend, der auf das Kind aufpasst. Und gerade mir hat es nicht so leicht gefallen, dann den Kleinen dann wirklich auch zu berühren oder auch mit ihm umzugehen. Also es waren definitiv einige Herausforderungen in den ersten Wochen, die wir da gemeinsam bewerkstelligen mussten. Bei uns war die Entlassungsphase kam eigentlich auch recht plötzlich. Ich hatte mir eigentlich sowas wie ein Verfahren oder ein Spalier erwartet im Krankenhaus, als ich das Krankenhaus verlassen, aber das gab es natürlich nicht. Alle hatten zu tun und es ging ganz plötzlich, weil unsere Kinder waren stark genug und die brauchten die Plätze. Und so war ich plötzlich mit den Kindern zu Hause. Mir hat sehr geholfen, dass wir schon Routinen im Krankenhaus hatten, die wir dann einfach haben zu Hause weiterlaufen lassen. Also bei uns waren die größten Herausforderungen wirklich dieses selbstständige Umgehen mit dem Kleinen bei uns. Auch da bei der Entlassung hat er ja knapp 1700 Gramm, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da mussten wir immer noch zufüttern bei dem Frühchen. Das bedeutet, alle 3 Stunden hat er zusätzliche Nahrung kriegen müssen. Das war die ersten 2 Monate wirklich schlaflose Nächte. Also auch immer den Wecker gestellt nachts. Entsprechend noch zugefüttert, um dass er halt schnell zu Kräften kommt an der Stelle. Darüber hinaus natürlich weitere Vorsorgeuntersuchungen, ja, die wir da eingehen mussten. Ja, das zerrt an den Nerven,
Aber wenn man das gemeinsam angeht und sich Hilfe holt, ja, auch externe Hilfe, auch damals unsere Hebamme war eine gute Hilfe, die uns da unterstützt hat, kriegt man das, diesen Weg dann auch gemeinsam gut auf Linie, muss man sagen. Ich musste das Klinik-Setting verlassen. Also ich war sehr stark geprägt von der Zeit durch ständig verfügbare Ärzte, Krankenschwestern, Labordiagnostik und einem Monitor, der die Vitalwerte des Kindes überwacht hat. Und das zu Hause loszuwerden, das war eine sehr, sehr große Herausforderung.